Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Black Mirror 2. So. Oh, Fernseher gucken? Gestern, als ich den Verkaufsraum aufräumen musste, liefen die ganze Zeit irgendwelche dämlichen Nachmittagstalkshows. Ich wäre fast wahnsinnig geworden. Ich muss mal kurz lesen. Fotopapier besorgen, irgendwo laden muss ein Film mit Angelinas Bildern. Ja, so. Gehen wir mal in die Dunkelkammer. Moment. Die Bilder könnten noch in der Kamera sein. Ich gucke erstmal danach. Fuller scheint den Film aus der Kamera genommen zu haben. Aber ich wollte dem fetten Sack ja jetzt eh erstmal die Meinung geigen. Wo steckt der bloß? So, können wir hier irgendwie die Tür? Das scheint echt nicht da zu sein. Ob der unten im Keller ist? Nee, aber was ist das denn? Na sowas. Eine Geheimtür. Hinter den Fotoleinwänden ist eine Geheimtür versteckt. Es würde auch die Beretta erklären. Was zum Teufel hast du hier zu suchen, Bursche? Finger weg, Voller! Ihretwegen liegt meine Mutter im Koma! Was hab ich mit deiner Mutter zu schaffen? Raus! Raus aus meinem Keller! Na los! Verschwinde! Sie hätten mir sagen müssen, dass sie angerufen hat. Es war doch klar, dass da was nicht stimmt. Ich schwöre Ihnen, ich werde sie... Willst du mir drohen? Du? Mir? Wenn sie nicht wieder aufwacht, werde ich ihren fetten Hals... Raus! Verschwinden sich! Du bist entlassen! Raus! 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 Beten Sie, dass sie nicht stirbt. Nur das könnte noch ihren fetten Arsch retten. Verpiss dich! Wenn ich dich noch einmal hier erwische, liegst du neben deiner Mutter! Ich werde sie fertig machen, Voller! Du Lusche! Bringst doch nie was zustande! Dafür fehlt dir der Mumm, der Krebs, alles! Ich werde mir schon etwas einfallen lassen. Aber der Typ wird zahlen, so wahr ich hier stehe. Aber ich brauche noch den Film aus seiner Kamera mit Angelinas Bildern. Ich könnte seine Dunkelkammer benutzen, um den Film zu entwickeln und Abzüge zu machen. Wenn er mir schon nichts zahlt, dann hole ich mir eben einen Teil des Geldes so wieder. Nur muss ich ihn dazu irgendwie aus dem Laden bekommen. Aber wie? Moment mal, man könnte ja anrufen. Ich habe eine Idee. Ich könnte doch, er hat da ein Telefon im Büro. Vielleicht könnte ich ihn ja anrufen und damit irgendwie rauslocken. Ein Münzfernsprecher. Außer Betrieb, steht da. Wenn ich Kleingeld bräuchte, würde ich mir das Ding vielleicht genauer ansehen. So aber nicht. Okay. Okay, wir haben hier vergessen, Mom im Krankenhaus. Sie haben Mom gerade ins Krankenhaus gebracht. Sie muss gestürzt sein und ich hoffe, sie kommt wieder auf die Beine. Wir standen uns nie nahe, schätze ich, aber sie hat immer ihr Bestes gegeben. Ich war sicherlich kein einfaches Kind. Ich habe monatliche Überweisungen bei meiner Mutter gefunden. Sie kommen aus einem Ort namens Willow Creek in England. Mom hat früher in England gelebt, aber wer sollte ihr viele tausend Dollar im Jahr schicken? Und warum? So, Inhaltsverzeichnis brauche ich nicht, ich brauche jetzt die Aufgaben. Upsala. So. Und dann haben wir alte Merk. Ja. Auf Unterlagen habe ich auch schon alles durch. Ja,
den Laden ist, komme ich nie und nimmer heimlich an den Film. Ich muss Fuller aus dem Laden bekommen. Wenn Fuller zu einem Fotoshooting außerhalb der Stadt gerufen werden würde, hätte ich genug Zeit, die Bilder zu entwickeln. Nur wer könnte ihn rufen? Angelina? Aber wie komme ich da hin? Das ist der Eingang zur Polizeiwache. Ich fühle mich nicht allzu wohl in der Gegenwart der Staatsmacht. Mrs. Biber vielleicht? Ich weiß nicht. Ein Typ in einer Uniform. Scheint ein Wachmann zu sein. Jemand, der für Geld das Geld anderer Leute bewacht. Die Krönung. Gucken, ob sie uns was zu sagen hat. Ich weiß es nicht. Ich komme nicht drauf. Mrs. Biber? Können Sie mir etwas über eine Carrie erzählen? Sie soll sich umgebracht haben. Ja, ja. Carrie. Das war ein ganz liebes Mädchen. Immer hilfsbereit, immer freundlich. Sie wollte hier einen Kindergarten eröffnen. Es gibt hier in der Gegend nicht viele solche Einrichtungen. Und die Eltern müssen ihre Kids dafür ewig durch die Gegend kutschieren. So ein hübsches Mädchen. Hatte noch das ganze Leben vor sich. Ich habe ein Foto von ihr in Fullers Schaufenster gesehen. Sie war wirklich sehr hübsch. Wenn ich das nur geahnt hätte. Das arme Ding. Wie meinen Sie das? Ach, nicht so wichtig. Es ist sowieso zu spät. Ich arbeite nicht mehr für Fuller. Gut für dich. Ich weiß nicht, was zwischen Ihnen und Fuller läuft. Aber ich habe damit nichts zu tun. Darf ich Ihnen einige Fragen stellen? Wenn es nicht so lange dauert? Wir haben keine Fragen anscheinend. Okay. Vielleicht von Mutters Haus anrufen? Ich könnte natürlich versuchen, Fuller mit einem Anruf aus dem Laden zu locken. Aber ich habe keine Ahnung, wie. Und meine Stimme würde er auch erkennen. Vielleicht finde ich ja jemanden, der das für mich macht. Krankenhaus? Ich will sie gerade nicht von ihrer Arbeit abhalten. Okay, Krankenhaus auch nicht. Erst brauche ich die Abzüge von Angelinas Fotos. Ich mache mich doch lächerlich, wenn ich dort ohne aufkreuze. Ich denke mal, sie hier wird... Hallo, Rosie. Fleißig am Arbeiten? Was willst du? Kennen Sie Eddie vom Trödelladen? Aber sicher. Ich kenne so ziemlich jeden hier. Was ist mit dem? Ist ein Junggeselle. War auch nie verheiratet, soweit ich weiß. Aber wer würde es auch schon lange mit dem aushalten? Diese ständigen Kriegsgeschichten. Kannst du dir das vorstellen? Ist er wirklich blind? Ich habe noch nichts anderes gehört, wetten würde ich aber nicht drauf. Er ist ein Schlitzohr. Vielleicht will er mit seiner Behinderung auch nur ein paar Dollar mehr machen. Ist das eine Freundin von Ihnen? Ja, eine meiner besten. Sitzt sie denn den ganzen Tag hier im Laden rum? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Ich meine ja nur, ob sie keinen Job hat.
Das hat sie überhaupt nicht nötig. Ihr Mann hat jede Menge Geld. Und selbst wenn der nicht wäre, könnte sie locker als Fotomodel arbeiten. Als Fotomodel? Mhm. Das könnte mir vielleicht weiterhelfen. Was? Nichts. Schon gut. Danke. Ja, ja. Na, da haben wir sie doch, die liebe Kundin. Die Tussi liest Modezeitschriften. Warum tut sie das hier? Entschuldigen Sie, meine Dame. Ja? Ach, du bist es. Der Rowdy von heute Morgen. Naja, ich hatte es sehr eilig. Ein wichtiger Auftrag. Kein Grund, unhöflich zu sein. Natürlich nicht. Mir ist aufgefallen, wie sehr Sie in diese Modezeitschriften vertieft sind. Sind Sie selbst Model? Ich? Aber nein. Sie scherzen. Sie müssen doch zumindest schon mal daran gedacht haben, Fotomodel zu werden. In der Tat wurde ich schon angesprochen. Das versteht sich von selbst. Sehen Sie, ich arbeite für eine Zeitschrift aus dem Süden. Ladies and Chrome. Nie davon gehört. Es ist das High Society Blatt im Süden. Das Blatt für die oberen 10.000. Ich arbeite an einer Reportage über Leben und Stil im hohen Norden. Tatsächlich? Wie aufregend. Haben Sie vielleicht einige aktuelle Fotos von sich? Ich würde unseren Lesern gerne näher bringen, was für einen ausgezeichneten Geschmack die Leute hier oben im Norden haben. Dieses schicke Cabriolet gehört doch Ihnen, oder? In der Tat. Und natürlich stehe ich gerne für Ihre Story zur Verfügung. Nur Fotos von mir habe ich leider keine. Das dürfte aber kein Problem darstellen. Hier im Ort gibt es doch diesen exzellenten Fotografen, nicht? Fuller? Das kann nicht Ihr Ernst sein. Dieser Primitivling könnte mich niemals vernünftig ablichten. Oh, dann wissen Sie es gar nicht. Was weiß ich nicht? Wer Fuller in Wahrheit ist. Er ist ein international anerkannter Starfotograf aus Neuseeland. Er lebt seit einigen Jahren hier, inkognito. Er arbeitet an seinem Lebenswerk. Er will das ganz normale Leben in Amerika dokumentieren. Und natürlich muss er dafür unerkannt bleiben. Das ist ja... Nein, das kann ich nicht glauben. Ich schwöre es ihm. In einigen Jahren, wenn er seine Arbeit beendet hat, wird es die Fotosensation des Jahrzehnts sein. Ich kann es nicht glauben. Zeigen Sie mir Bilder, die er gemacht hat. Dann sehen wir weiter. Also schön. Aber nicht weglaufen? Auf keinen Fall. Toll. Mein Gott, was für eine schwache Geschichte. Aber Eitelkeit war schon immer die größte Schwäche solcher Leute. Wenn ich ihr ein paar ordentliche Fotos zeigen kann, lockt sie vielleicht Fuller für mich aus dem Laden. Ja, aber was für... Ich will mir das nicht nochmal durchlesen. Schlechter von... Dafür muss ich ja wieder in den Laden. Aber da ist er ja drinne. Wie soll ich das denn jetzt machen? Wenn wirklich eine größere Fotograf ist. Eines ist klar, in seinem Laden werde ich da nichts finden, aber vielleicht könnte ich fremde Bilder als seine ausgeben. Fremde Bilder als seine. Mir soll die Hand abfaulen, bevor ich da... Vielleicht in dem Trödelladen? Kommen Sie rein, kommen Sie! Ach, du bist es. Woher wissen Sie das? Ich dachte, Sie sind blind. Du stinkst nach Parfum wie ein Puff in Lille, in dem ich mal gewesen bin. Riecht nach Teen Spirit. Aha, wie Sie meinen. Okay, so, finden wir hier denn Fotos? Ich denke nicht, oder? Was denn?
Wie kommen Sie so voran? Ich bin blind. Wie komme ich wohl voran, du Trottel? Behindert Sie das sehr? Naja, manchmal. Wenn ich was nachschlagen muss. Gerade soll ich zum Beispiel den Wert dieser Münze schätzen und habe keine Ahnung, was sie wert ist. Ist ein seltenes Stück, aber schon ziemlich abgegriffen. Soll ich Ihnen dabei helfen? So siehst du aus, Bursche. Hältst du mich für dämlich? Ich geb dir die Münze und schon bist du kleiner Punk aus der Tür. So sieht's doch aus. Ja, ja. Wie kommen Sie bei der Münze voran? Hast du nichts Besseres zu tun, als mich hier zu nerven? Wenn ich für Sie den Preis der Münze ermittle, verhalten Sie sich dann nicht mehr wie ein Arsch? Kann ich nicht versprechen. Sagen Sie mal her, Sie können die Münze in der Hand behalten. Eine Frau am Profil, einige Sterne und Zahlen. Haben Sie so etwas wie einen Münzkatalog? Ja, liegt auf dem Tresen. Herrje. Was wird das nützlich sein? Das ist ein Flowing Hair Scent Wrath Reverse von 1793. $2,400. Nicht schlecht. $2,400. Ich biete ihm 800. Der Verkäufer ist ein Idiot. Boah, wie fies. Danke. Hast deinen Gut bei mir. Ich helfe doch gern alten, behinderten Menschen, andere Leute übers Ohr zu hauen. Gern geschehen. Vielleicht kannst du mir gleich noch einen Gefallen tun. Ich habe meinen Blindenstock verloren. Sie haben... Was? Wie verliert man denn einen Blindenstock? Nicht so, wie du jetzt denkst. Ich habe gepokert und hatte ein todsicheres Blatt auf der Hand. Konnte ja nicht damit rechnen, dass dieser Idiot aus dem Hotel einen Straight Flush hat. Sie haben Ihren Blindenstock verzockt? Ja. Und wer hat ihn jetzt? Der Besitzer vom Wild Coast Hotel. Na schön. Da muss ich eh noch vorbei, dann frage ich ihn mal. Danke. Bist vielleicht doch nicht so ein Trottel, wie ich dachte. Ich möchte gerade nicht mit ihm reden. Okay, aber hier kriegen wir ja auch nichts, ne? Meine Star Wars-Figuren gefallen mir besser. Ob Lucas jemals den vierten Teil drehen wird? Oh ja. Wird er. Hat er. Okay. Ich kann immer noch nicht zum Hotel. Aber ich weiß nicht, wohin. Ich glaube, ich gehe mal zum Mom. Was ist denn hier mit dem Bild? Ich weiß nicht, wo ich die Bilder herkriegen soll. Das ist gerade mein Problem. Ich weiß nicht, wo ich die herkriegen soll. Na gut. Ich nehme das Modemagazin hier und die Autozeitschrift mit. Reicht das vielleicht? Entschuldigen Sie, meine Dame. Ja? Schauen Sie, ich habe einige von Fullers älteren Arbeiten. Tatsächlich? Zeigen Sie her. Welche Bilder sind von ihm? Das da. Und das auch. Und hier ist auch noch eins. Genau, das hier. Die sind ja wirklich hervorragend. Alles nur, um Geld zu verdienen. In Wahrheit ist er ein Künstler. Verstehen Sie? Aber das Projekt hier in Biddeford ist seine wahre Leidenschaft. Unerkannt unter uns gewöhnlichen Menschen zu leben und an seinem Meisterwerk zu arbeiten.
Können Sie sich vorstellen, was es für eine Überwindung für einen kultivierten, gebildeten Mann wie Fuller sein muss, ein primitives, stinkendes, schwitzendes Arschloch zu spielen? Das ist wahre Kunst. Sie sollten ihn gleich anrufen. Er kann Sie und Ihren Wagen draußen an den Klippen fotografieren. Jetzt? Gleich? Ja. Ich muss Sie leider drängen, Milady. Bald ist Redaktionsschluss in Dallas. Verstehen Sie? Oh, natürlich. Ich werde ihn vom Autotelefon zum Fotoshooting bestellen. Ausgezeichnet. Aber lassen Sie sich nicht anmerken, dass Sie seine wahre Identität kennen. Wer weiß, was das seiner Künstlerseele antun würde. Ich habe verstanden. Ich bin Ihnen so dankbar. Die Perle ist so doof, ne? Kein Problem. Treffen wir uns heute Abend wieder, hier? Abgemacht. So dumm. Unfassbar. Das ist schon traurig. Das ist wirklich traurig. Das ist eine Postkarte von Biddeford. Aber ich will jetzt erst... Das ist eine Postkarte von Biddeford. Sie ist ganz praktisch, um von einer Ecke zur anderen zu kommen. Aber ich will jetzt erst mal sehen, ob Fuller will. Ja, ist ja gut, ob er wirklich aus dem Haus ist. Ja, da geht er gerade. Und weg ist er. Ich sollte jetzt einige Stunden Zeit haben, um Angelinas Film zu besorgen und die Bilder in der Dunkelkammer zu entwickeln. An der Tür hängt ein Schild. Bin gleich zurück. Abgeschlossen. Aber ich möchte wetten, dass Fuller die Hintertür nicht nochmal überprüft hat. Okay, gut. Gehen wir halt da lang. Gut. So, dann... Ich will ja auch irgendwie in den Raum da unten rein, ne? Ich will wissen, was da unten los ist. Okay, Schnur 1 war es nicht. Boah, wie viele sind denn da? Die Leinwand ist fest mit der Wand verbunden. Unten ist sie an eine Holzstange geklebt. Und die wird von zwei Schellen an der Wand gehalten. Dahinter ist Fullers Geheimtür. Ja, und wie komme ich da hin? Ich kann die Leinwand nicht einfach zerreißen. Fuller würde es sofort bemerken. Aber die Leinwand lässt sich ja auch hochschieben. Ich muss nur irgendwie diese Schellen öffnen. Schellen öffnen. Ein verbeulter Farbeimer mit fast einem halben Zentimeter Staub auf dem Deckel. Hm. Die Fotohintergründe sind aus äußerst schwerem Material gefertigt. Der Seitenschneider hilft mir hier nicht weiter. Hm. Ich weiß nicht. Ach, gehen wir erstmal wieder hoch. Da, Stativ, das hat er alles mitgenommen. Ist klar, also gehen wir in die Dunkelkammer. Okay, hier kann ich Angelinas Film entwickeln und dann Abzüge machen. Mal sehen, was brauche ich alles, um den Film zu entwickeln? Den Film mit Angelinas Bildern drauf und Entwicklerflüssigkeit. Fixierer müsste hier irgendwo sein. Ein Entwicklungsbehälter steht dort auf dem Tisch. Okay. Ein alter, ziemlich abgegriffener Schrank. Wasser und alle möglichen anderen Flüssigkeiten sind auf seiner Tür entlanggelaufen und haben ihre Spuren hinterlassen. Das ist nichts. Flüssigkeit da.
Papierkorb? Ein ganz normaler Mülleimer. Ich merke ihn mir, falls ich mal was wegschmeißen will. Entwicklerschale. Belichtungsapparat, Wasserschale, Entwicklungsbehälter. Habe ich ja, so. In diesen Behälter wird ein nicht entwickelter Film gelegt. Dazu wird dann Entwicklerflüssigkeit gegeben und nach kurzer Zeit ist der Film entwickelt. Belichtungsapparat. Wo sind denn die Filme? Eine flache Schale, etwa DIN A3 Größe. Wenn man Abzüge von Fotos macht, ist in ihr verdünnter Entwickler. Die Schale für das Wasserbad. Nachdem ein Bild im Entwicklerbad sichtbar geworden ist, wird im Wasserbad der Entwicklungsprozess gestoppt. Das ist ein Belichtungsapparat. Man legt oben den entwickelten Film ein und unten auf dem Tisch ein Blatt Fotopapier. Das Foto wird auf das Blatt projiziert und das Papier damit belichtet. Ja, wir haben aber kein Fotopapier, du Schlauvogel, ey. Zuallererst Licht aus. Aber wir haben noch gar kein Fotopapier. Im Moment gibt es keine Fotos, die ich entwickeln könnte. Ja. Aber ich finde hier auch keine. Leuchttisch, da vielleicht was? Das ist ein Leuchttisch zum Betrachten von Dias und Negativen. An meinem ersten Tag hat mein freundlicher Chef mich ausdrücklich darauf hingewiesen, dass er genauestens über den Geldbetrag in der Kasse Buch führe. Ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass ich nichts mitgehen lassen soll. Ja, nicht Keller, nicht Keller. Es kann gut sein, dass Fuller den Film mit Angelinas Bildern in den Tresor gelegt hat, bevor er zum Shooting gefahren ist. Warum? Das ist auch ein bisschen komisch, ne? Also, so viel in Wert... In Ordnung. Schauen wir mal. Sind die ja nicht. Okay. Ich weiß, dass ich 5 Zahlen einstellen muss. Mit dem Stethoskop sollte ich hören können, ob das Schloss einrastet. Wenn es eingerastet bleiben soll, muss ich danach das Rad in die andere Richtung drehen. Okay. Ich muss mich allerdings beeilen. Fuller hat extra so eine Zeituhr einbauen lassen. Ich kann aber nur in die eine Richtung drehen. Nochmal. Von neu anfangen. Das klingt gut. Oh, nee, das war ein Tipp. Scheiße. Ich dachte, ich wollte nochmal von neu anfangen. Na, bitte. Ich dachte, das war, dass man halt von neu anfängt und... Aha. Eine Scheiße. Filmdose. Das dürften die Fotos von Angelina sein. Ansonsten liegen hier nur noch einige Papiere, eine Akte und... Uiuiui, eine Pistole. Ich lasse lieber alles da, wo es ist. Sobald ich die Bilder entwickelt und davon Abzüge gemacht habe, werde ich Angelina im Hotel besuchen. Ich kann wirklich etwas Ablenkung gebrauchen. Im Tresor ist nichts mehr von... Gut. Soll ich das noch aus? Eine flache Schale, etwa DIN A3 Größe. Im Moment gibt es keine Fotos, die ich entwickeln könnte. Bitte?
Das ist die Schale für das Wasserbad. Da kommt nur destilliertes Wasser rein. Ach so, ja. Okay, gut. Der unentwickelte Film mit Angelinas Bildern drauf. Warte mal, da ist ein destilliertes Wasser. Das bräuchte auch noch. Eine Flasche mit destilliertem Wasser. Die nehme ich mal mit. Der unentwickelte Film. Okay. So geht's nicht. Ich lasse ihn lieber hier stehen. Außerhalb der Dunkelkammer kann man damit sowieso nicht viel anfangen. So, wir brauchen hier destilliertes Wasser. Solange ich keine Fotos entwickeln will, macht das keinen Sinn. Ja, aber wollen wir doch. Wir wollen doch Fotos entwickeln. Der unentwickelte... Im Prinzip ist das... Vielleicht auf dem Leuchttisch? Ich weiß nicht, wohin damit. Ah ja. Funktioniert. Jetzt bräuchte ich nur noch Dias oder Negative. Hab ich ja. Hä? Ach, was ist das denn hier? Okay, Leute, ich muss sowieso Schluss machen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.